Legehennenhalter müssen nicht nur mit den Kosten jonglieren. Nachhaltigkeit und Tiergesundheit spielen eine immer wichtigere Rolle. Mit Splitfeeding können Legehennenhalter ihren Ertrag deutlich steigern. Neben niedrigeren Futterkosten und einer besseren Eischalenqualität bietet das Fütterungskonzept Vorteile für die Nährstoff- und Mineralstoffverwertung. Das zeigt sich in niedrigeren Stickstoff- und Phosphorausscheidungen und niedrigeren Kotabsatzkosten. Ja, mein Name ist Marco Meyer, komme aus der Gemeinde Wadenburg und bin Legehennenhalter seit 2013. Und wir füttern das Splitfeeding-Programm von 4Farmers seit 8 Monaten. 40% der Tagesration besteht aus dem sogenannten Morgenfutter und 60% aus dem Mittagfutter. Das Angebot an Nähr- und Mineralstoffen ist dabei genau auf den Bedarf der Henne abgestimmt, der mit dem Zyklus der Eiproduktion im Laufe des Tages variiert. Futterkosten spielen auch in unserem Betriebsergebnis eine entscheidende Rolle. Dadurch, dass wir jetzt auf Speedfeeding umgestellt haben, können wir im Vergleich zum vorigen Durchgang 8 bis 9 Gramm pro Legehenne und Tag einsparen. Der Wasserverbrauch liegt ungefähr 20 bis 30 Milliliter pro Henne niedriger. Dadurch ist der Hühnertrockenkot auch 10% trockener. Der Eiproduktionszyklus dauert etwa 24 Stunden. Er beginnt gewöhnlich in den Morgenstunden, eine halbe Stunde nach dem Legemoment. In den ersten 3,5 bis 4 Stunden nach der Ovulation wird das Eiweiß gebildet. Hierfür benötigt die Henne vor allem Energie und Proteine sowie zusätzlich Phosphor für die Regeneration der Mineralstoffreserven in den Knochen. Der anschließend einsetzende Prozess der Schalenbildung nimmt etwa 20 Stunden in Anspruch. Daher ist am Nachmittag viel Kalzium für die Eischalenproduktion gefordert, aber weniger Energie und Protein. Zwei Prozesse, die einen unterschiedlichen Nährstoffanspruch an das Futter stellen. Die Haltungsdauer der Legehennen hat sich in den letzten Jahren deutlich verlängert. Dadurch ist die Eischalenqualität immer wichtiger geworden. Die regelmäßigen Messungen der Eierschalenstärke sind besonders wichtig, da ich dadurch den Kalziumgehalt im Futter gezielt anpassen kann. Splitfeeding wirkt sich positiv auf die Mineralstoffausscheidungen aus. Es wird weniger Stickstoff und weniger Phosphor ausgeschieden und außerdem ist der Kot noch 10% trockener. Das Splitfeeding-Konzept für Legehennen von 4Farmers bringt Kosten, Tiergesundheit und Nachhaltigkeit ins Gleichgewicht.